In Memoriam. Schriftsteller Martin Walser. Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einem der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit, Martin Walser. Am 28. Juli 2023 verstarb der große Literat im Alter von 96 Jahren und hinterlässt eine unvergessliche literarische Hinterlassenschaft. Martin Walser wurde am Geburtsdatum in Wasserburg am Bodensee geboren und wuchs in einer Zeit geprägt von Umbrüchen und politischen Veränderungen auf. Schon früh zeigte sich sein außerordentliches Talent für das geschriebene Wort, und seine Werke wurden schon bald von Lesern und Kritikern gleichermaßen geschätzt. Seine literarische Karriere war von einer beeindruckenden Vielfalt geprägt. Ob Romane, Erzählungen, Essays oder Theaterstücke, Martin Walser beherrschte die Kunst des Schreibens in all ihren Facetten. Sein Werk zeichnete sich durch eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Menschlichen aus, sei es in Form von zeitgenössischen gesellschaftlichen Themen oder persönlichen Schicksalen. Walser war nicht nur ein begnadeter Autor, sondern auch ein bedeutender Intellektueller, der mit seinen Äußerungen oft zum Diskurs der Gesellschaft beitrug. Seine klugen und provokativen Gedanken fanden weite Beachtung und trugen dazu bei, wichtige Debatten anzuregen. Über die Jahre erhielt Martin Walser zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, die seine Bedeutung für die Literaturlandschaft unterstrichen. Sein literarisches Erbe wird unweigerlich weiterleben und Generationen von Lesern inspirieren. Wir sind dankbar für das beeindruckende Lebenswerk, das Martin Walser der Welt hinterlassen hat. Seine Werke werden weiterhin in den Herzen und Köpfen vieler Menschen lebendig bleiben und seine Bedeutung für die Literaturgeschichte wird niemals verblassen. In tiefer Trauer verneigen wir uns vor dem großen Schriftsteller und nehmen Abschied von Martin Walser, der uns mit seinen Worten und Gedanken unvergessliche Augenblicke bescherte. Möge er in Frieden ruhen.